Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf der Mission, Leonardos Bomber zu zerstören. Ein Fluggerät, das, wohl viel kaputt machen kann. Fast gesehen. Ist jetzt eingebildet? Ist der da jetzt runtergesprungen? Uah! Alter. Ciao. Okay, der ist da runtergesprungen, um sich dann wieder hoch zu teleportieren. Das seems legit. So, sorry, Kumpel. Du hast sicher Armbrustbolzen für mich. Okay. Jetzt müssen wir auch noch innen an dem Ding hochklettern. So. Und das während es draußen Nacht wird. Was, by the way, bemerkt ziemlich schnell ging. So. Das. Ja, mit Parcours bin ich jetzt mittlerweile schon ganz gut. Oh nee, jetzt auch noch außen lang. Oh. Ja, jetzt zu fallen wäre ziemlich blöd. Alle, die sie ausprobierten, starten. Ein paar explodierten gar, aber wir wissen, dass diese funktioniert. Na dann. Beruhigend zu wissen, dass diese funktionieren. Sie wollen noch mehr Waffen herstellen. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. So, da weiß ich jetzt wieder überhaupt nicht mehr, wie die Steuerung von dem Ding ist. Okay, warum ich jetzt gescheitert bin, habe ich keine Ahnung. Also, ich habe diese Mission nur relativ ätzend in Erinnerung, als wo ich es... Gut, also ich weiß nicht, wie man dieses Ding steuert. Keine Ahnung, wie man das Ding steuert. Ist das mit einem Nummernblock oder? Wird halt auch gar nicht erklärt. Okay. Das ist nur Kamera bewegen.
Ego-Perspektive. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja. Wer ist die? Entdeckt werden ist wieder erlaubt, ne? Immerhin etwas. Also ich weiß nicht, wie man steuert. Ich versuche gerade hier WASD alles. Keine Ahnung. Ja, jetzt mal kurz Stopp. Pausiere mal kurz die Aufnahme, Leute. Entschuldigt mich mal kurz. Also Leute, ihr werdet jetzt nicht glauben, was der Fehler war. Wenn ich's Fehler nennen darf. Ich habe in dem Forum jetzt geguckt. Also es war sogar im offiziellen Ubisoft-Forum. Und das hat... Die haben da geschrieben, ja, man muss V-Sync aktivieren, weil es ist ein Fehler, der durch zu hohe FPS auftritt. Auch sehr spannend, wie ich finde. Habe ich in der Form auch noch nie gehört. Ach so, zweimal auf die Werkstätte schießen. Ja klar, es hätte auch einfach sein können. Ja, also von so einem Fehler habe ich noch bisher noch nie in meinem Leben gehört, aber jetzt lässt sich das Fluggerät steuern. Ich meine, dass ich deswegen auch die Mission so ätzend in Erinnerung hatte. Alter, komm wieder runter. Aber trotzdem steuert sich das Ding echt noch wie Arsch Friedrich. Vor allem, weil dieser Auftrieb, der ist echt überzogen. Also. Puh. Ja, ich hatte schon Angst, weil es stand unter anderem auch in diesem Forum, man sollte die Mission abbrechen. Bin da froh, dass ich so weit jetzt nicht gehen musste, weil ich hab jetzt die Mission unter größtem Aufwand, sag ich mal, gespielt. Oh Gott! Nein! Nein! Oh Mann! Dass man zwischendrin einfach so random abstürzt und dann dieser Auftrieb so überzogen ist. Oh, manchmal hasse ich die Steuerung in diesem Game, ne? Naja.
Ja, freu dich, wir dürfen es nochmal. Zwar komplett. Und man muss die Werkstätten wohlgemerkt ja zweimal treffen. Ne? Also. Jetzt kriege ich gleich wieder diesen enormen Aufwind. Ja, es hat natürlich nicht gereicht, um die Werkstätte zu vernichten. Aber euch! Achso, ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Hat die eine, die ich schon kaputt gemacht habe, wohl irgendwie gewertet. Muss ich aufpassen, dass ich keinen Strömungsabriss hier bekomme. Jetzt gerade wieder nicht mehr hochziehen, ne? Zweimal auf die Werkstätten schießen. Muss zweimal darauf schießen. Sonst geht's nicht. Sonst gildet es nicht. Man muss aufpassen, sobald man in den Sturzflug geht, kommt man eigentlich fast nicht mehr hoch. Müssen wir diese unrealistische Aufstiegsmethode hier verwenden. So. Auftrieb, Baby. Was? Ich hab das jetzt nicht getroffen? Soll ich jetzt verarschen, Alter? Gehen wir halt nochmal einen Anflug über. Okay. Jetzt fällt er wieder, ohne dass ich lenken kann. So, jetzt bin ich aber auf einem guten Kurs. Ja, natürlich flieht noch einer. Klar. Es flieht natürlich noch jemand mit der Bombe. Entschuldigung, mit dem Bomber. Das war genau das, was ich nicht wollte. So, es tut mir leid, Pferd. So, war es das jetzt endlich mal. Gott im Himmel. Cesare davon! Ja, genau. Den muss ich jetzt auch noch umbringen. Hallo? Dürfte ich bitte wieder... Jesus Christ.
So, es ist jetzt endlich vorbei. Alter, diese Mission war jetzt super ätzend, einfach nur. Okay. Adieu. Oh. Rums. Ach so, bei Benutzen des Bombers nicht angeschossen werden, habe ich das nicht geschafft. Ah. Oh. Ja, doch scheißegal, Alter. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch hier einmal Romulus machen, aber... Das hat nicht ganz funktioniert. So, hallo. Na. So. Das sind alle wieder verfügbar. Sehr schön. Ja, dann. Wo war denn gleich nochmal der Hardcore-Auftrag hier? Ich glaube. London war das, gell? Ja. Sternenhimmel. Sterne am Himmel. Oh. Ah. Der Rest darf Essen stehlen. So. Einen Wissenschaftler verteidigen. Das muss ja auch mal erledigt werden hier. Einen Spion angreifen. Ja, 93%. Geht schon. So, die Jungs und Mädels sind wieder auf Mission. So lobe ich mir das. Ja, so ein, wie gesagt, so ein Romulus-Ding wäre jetzt halt noch geil, ne? Aber dafür muss ich in den Il Vaticano. Ich muss gerade für jeden Scheiß in den Il Vaticano. Sogar für die wiederhergestellte Erinnerung. Außer für noch so ein Kriegsgerät vom Leonardo. Ja, da habe ich ja richtig Lust darauf. Total. Naja, ich würde sagen... Noch so eine Maschine kann mich am Arsch lecken. Wir machen die Romulus-Mission. Ich will mir jetzt die Rüstung endlich holen und ich glaube, uns fehlt tatsächlich ja nur noch ein Fragment, um diesen Käfig zu öffnen, um an die Rüstung ranzukommen. Alter, was seid ihr alle so im Weg hier, ey? So, da ist ein Eingang. Die Rosa in Fiore. Oder wir machen eine Story-Mission. Könnten wir auch machen. Müsste ich den Part aber tatsächlich länger machen. Weil ich will auch nicht mitten in der Mission ehrlicherweise dann aufhören, wieder so wie vorhin. Das mache ich eigentlich immer sehr ungern, sowas, nur wenn sie es wirklich gar nicht vermeiden lässt, wenn sie es abzeichnet, dass sich alles in die Länge zieht. Dann unterbreche ich. Aber ansonsten versuche ich eigentlich immer so wieder im freien Modus, sage ich mal, zurück zu sein. Steht hier schon so demonstrativ mit seiner Kiste, ne? So, da können wir mal fix, wenn wir schon dabei sind, können wir ein bisschen Geld abheben. Wir haben so wenig bei uns. Ich frage mich sowieso, es gab ja damals eigentlich nur Münzgeld. Wie trägt Ezio das bei sich? Hä, warum ist denn die Brücke Sperrgebiet?
Na gut, dass wir nicht auf eine Brücke angewiesen sind und dass Ezio im Vergleich zu Alter ihr ja schwimmen kann. Das ist schon viel wert. Der komplette Vatikan ist Sperrgebiet. Castel Sant'Angelo. Achso. Hier kommen jetzt die ganzen Missionen, aber da ist eine Mission, da ist eine Mission. Huch! Das wollte ich nicht! Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizia. Nein, ich will es jetzt nicht machen. Mann! Spiel! Mach mich halt fertig! Okay, wir können da offensichtlich nicht rein, ohne dass wir diese Mission triggern. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizia. Na gut. Memento Mori, Lucrezias ehemaligen Liebhaber Patrizio verfolgen, um das Gemälde von Leonardo zu finden, das sie ihm gab. So, wir dürfen bei der Verfolgung nicht die Dächer benutzen. Mit diesem Kult sind wir doch schon mal begegnet, der diese komischen Roben da trägt. Ja, ja, das, Wir nehmen es gerne in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucrezia begegnet. Nee, die Frau ist schon sehr speziell. Ernsthaft, müsst ihr mich jetzt alle mit euren Kisten langweilen? Jetzt kommt schon. Nicht die Dächer nutzen, ja. Nee, da brauchen wir doch nicht die Assassinen rufen, da können wir doch ganz entspannt außen rumgehen. Ah, ja, das ist schon ein bisschen ein krasserer Verfolgungsjagd. Da wird uns ja
richtig aufgelauert hier auch. Also da, diese anderen Kulttypen da. Oh, jetzt verschwinden sie irgendwo nach unten. Was ist los? Verdammte Bauern, kommt mit mir. Uncool. Nein. Oh Mann. Ich wollte in den Haufen rein. Oh, das ist so ätzend. Die Steuerung ist manchmal so clumsy einfach nur. Achso, okay. Ah, gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Ja, Basilika di San Pietro. Ja, die machen wir dann das nächste Mal auf jeden Fall. Wenn wir hier schon durch den halben Vatikan laufen müssen. Nein. Hört auf doch hier immer umzudrehen. Das gibt's ja nicht. Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Ja, er darf die Dächer nutzen. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Warum jetzt? Warum jetzt? Nein. Ja, dieses Spiel. Komm, zieh dich hoch. Herrn Jesus.
Ja, wie gut, dass es jetzt keine 5000 Jahre gedauert hat. So, das nehme ich mal an mich. Dankeschön dafür. Ah, schön, dass er noch ein Glas mit Blutegeln bei sich hatte. Ich soll Il Vaticano jetzt verlassen. Na, dann machen wir das doch mal. So. Momento Mori. Hundertprozentige Synchronisation. Und wir haben den Part sogar relativ pünktlich damit beendet. Liebe Freunde, ich hoffe, es war euch wieder eine Freude. Nicht so wie mir gerade eben. Boah, das war gerade wieder super ätzend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin. Ciao, macht's gut, Freunde.